Es ist 19:30 Uhr, hier ist die Zeit im Bild. Meine Damen und Herren, guten Abend. Als Machtgehabe bezeichnet der deutsche Kanzler Scholz heute Putins Parade in Moskau. Wie positioniert sich Europa mehr als ein Jahr nach Kriegsbeginn? Die Polizei in Österreich hat mehrere Razzien bei Rechtsextremisten durchgeführt. Wie hat sich die Szene seit der Pandemie verändert? Und Auftakt zum Song Contest in Liverpool. Wer gilt als Favorit? Morgen kommt von Westen her Regen. Mit einiger Anspannung wurde international und vor allem in der Ukraine jener Tag erwartet, an dem Russland traditionell den Sieg im Zweiten Weltkrieg feiert. Bei der Parade heute am Roten Platz in Moskau gab es dann einige Überraschungen. Tarek. Putin hat zwar entrückt von der Realität wieder eine Täter-Opfer-Umkehr betrieben, aber große kriegerische Ansagen hat er nicht gemacht und auch nicht von allfälligen Erfolgen in der Ukraine gesprochen. Selbst die Zurschaustellung von Kriegsgerät fiel geringer aus als sonst. Alles war zeitlich kurz bemessen, die Flugshow entfiel sogar ganz. Und doch kann man aus der Inszenierung dessen, was dann stattgefunden hat, so manches ableiten, wenn auch die wahren Absichten und Pläne des Diktators im Kreml im Dunkeln bleiben. Die Militärparade am Roten Platz, sie gibt auf den ersten Blick ein gewohntes Bild ab. Doch sie fällt heuer deutlich bescheidener aus als in vergangenen Jahren. Die Flugshow findet nicht statt. Die meisten russischen Militärfahrzeuge rollen derzeit nicht über die Pflastersteine am Roten Platz, sondern über ukrainischen Boden. Das Erinnern an die Opfer des Zweiten Weltkriegs wird von gegenwärtigen politischen Botschaften in den Hintergrund gedrängt. Und die bleiben auch mehr als 14 Monate nach Beginn des russischen Einmarsches in die Ukraine die gleichen. Es wurde erneut ein Krieg gegen unsere Heimat begonnen, aber wir haben den internationalen Terrorismus zurückgeschlagen, werden die Menschen im Donbass schützen und unsere Sicherheit gewährleisten. Die Umdeutung des Feiertages, die Überzeugung, einmal mehr auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen, das wird auch von vielen geteilt, die den heutigen Tag im Moskauer Gorki Park feiern. Während des Zweiten Weltkriegs haben unsere Urgroßväter für unsere friedliche Zukunft gekämpft. Das ist natürlich auch heute noch notwendig. Es verbindet die Generationen. Alles in allem ist es richtig so, wie es ist. Die Propaganda kommt auch bei jenen an, die in Europa aufgewachsen sind. Wir sind Russen, mit uns ist Gott, wir sind Russen. Unsere Stärke liegt in der Wahrheit. Der 9. Mai, im heutigen Russland, ein Tag, an dem das Gedenken einer gänzlich anderen Symbolik weichen muss. Der 9. Mai in der Europäischen Union, das ist das Jubiläum, bei dem an die Anfänge der EU gedacht wird. Heute wurde bei dieser Gelegenheit Einigkeit und Geschlossenheit demonstriert. Und diese Einigkeit gilt es zu verteidigen, betonen heute die EU-Kommissionspräsidentin, der deutsche Bundeskanzler und auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Musik als Botschaft für ein geeintes Europa. Diese Einigkeit mahnt Bundespräsident Alexander Van der Bellen heute ein. Immer wieder wird ernsthaft darüber geredet, Mauern zu bauen, Festungen zu errichten. Und immer öfter hält Brüssel als Feindbild her. Und eben das würde den Ruck verstärken, der durch die Europäische Union gehe. Dabei sei es jetzt wichtig, sich nicht spalten zu lassen. Gerade vor dem Hintergrund des Krieges und vor dem offensichtlichen Ziel Putins, die Demokratien in Europa zu schwächen. Man müsse die Ukraine daher unterstützen, das betont heute der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz bei seiner Rede im Europäischen Parlament in Straßburg. Weil eine prosperierende, demokratische, europäische Ukraine die deutlichste Absage ist an Putins imperiale, revisionistische, völkerrechtswidrige Politik auf unserem Kontinent. Und so setzt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute ein Zeichen und reist nach Kiew. Dort präsentiert sie neue Details zum 11. Sanktionspaket gegen Russland. Wir fügen mehr Produkte zu unseren bestehenden Transitverboten hinzu. Es geht etwa um Hightech-Produkte oder Flugzeugteile. Das Ziel sei, dass diese nicht mehr über Drittstaaten nach Russland gelangen können. Und über den heutigen Tag wollen wir jetzt mit unseren Korrespondenten in Straßburg und in Moskau reden. Paul Krieser, die Militärparade in Moskau fiel viel kleiner aus als sonst. Was lässt sich daraus ableiten?
Das war tatsächlich eine eher ungewöhnliche Parade. Sie war nur halb so lang wie üblich. Die Flugschau ist ausgefallen. Die landesweiten Gedenkmärsche wurden abgesagt, an denen normalerweise tausende Menschen teilnehmen. Und in 24 Regionen fanden überhaupt keine Paraden statt. Begründet wurde das mit Sicherheitsbedenken. Es gab ja vergangene Woche etliche Zwischenfälle, vor allem in der Grenzregion an der Grenze zur Ukraine. Die Stimmung im Machtapparat, die dürfte also angespannt sein. Nach außen hin versucht der Kreml trotzdem Normalität zu wahren. Das scheint auch zu gelingen. Auf den Straßen von Moskau war heute Volksfeststimmung und es gab kaum jemanden, der sich daran gestört hätte, dass die offiziellen Feierlichkeiten etwas auf Sparflamme gelaufen sind. Peter Fritz in Straßburg, welche Möglichkeiten hat denn die EU überhaupt noch nach mehr als einem Jahr Ukraine-Krieg in ihrer Sanktionspolitik gegenüber Putin? Nun, Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, hat Grundzüge eines neuen Sanktionspakets vorgestellt, des 11. Und es geht, wir haben es gehört, um Drittstaaten. Es geht um die Frage, kann man verhindern, dass Güter aus Europa auf dem Umweg über andere Staaten dann nach Russland gelangen? Das ist eine Seite. Die andere ist, dass hier im Europäischen Parlament ein Paket unterwegs ist, und zwar in einem Schnellverfahren, mit dem der europäischen Rüstungsindustrie sehr stark unter die Arme gegriffen werden soll, mit 500 Millionen Euro. Und das soll dazu dienen, die Ukraine mit 1 Million Artilleriegranaten zu unterstützen in möglichst naher Zukunft. Und die Absicht, der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat es hier auch formuliert, ist, dass das Recht des Stärkeren sich nicht durchsetzt, dass die Ukraine in der Lage ist, sich zu behaupten. Ja, und dass vielleicht auch Russland irgendwann eher zu einem Einlenken, zu einem Einknicken vielleicht auch bereit ist, wenn es sieht, dass die Unterstützung für die Ukraine aus anderen Staaten so massiv ist. Heute hat es auf jeden Fall heftige Verbalattacken von Putin gegen den Westen gegeben. Paul Kriese, wie sind denn die zu interpretieren? Das ist generell nichts Neues, das haben wir schon oft gehört. Putins Rede heute war auffällig kurz, wenig erkenntnisreich. Wir haben weder neue Ziele erfahren, noch wurden militärische Erfolge vermeldet. Er hat auch nicht erwähnt, ob es eine Aussicht auf ein baldiges Ende gibt. Aber das ist etwas, was wir in der russischen Staatspropaganda seit über einem Jahr beobachten. Wenn keine militärischen Erfolge zu vermelden sind, dann arbeitet man sich eben verbal und medial am besten ab. Paul Kriese und Peter Fritz, vielen Dank für diese Einschätzungen. Israel hat 3 ranghohe Mitglieder der Terrororganisation Islamischer Dschihad im Gazastreifen gezielt getötet. Laut dem palästinensischen Gesundheitsministerium sind bei den Luftangriffen in den frühen Morgenstunden insgesamt 13 Menschen getötet worden. Aus Tel Aviv berichtet Tim Kupal. Trauer und Racheschwüre in Gaza-Stadt. Unter den Toten 3 Terrorkommandanten des Islamischen Dschihad, aber auch 4 Kinder, 5 Frauen und ein in ganz Gaza bekannter Zahnarzt. Um 3.45 Uhr in der Früh startet die israelische Luftwaffe die Angriffe. 40 Kampfjets sind im Einsatz. Eine Antwort nach hunderten Raketenangriffen aus Gaza auf Israel in den vergangenen Wochen. Die getöteten Terrorkommandanten sollen für die Angriffe verantwortlich gewesen sein. Jetzt gibt es neue Rufe nach Rache. Dieses Verbrechen wird nur unseren Glauben stärken und uns den Weg der Märtyrer weitergehen lassen. Ein Weg, der mit der Niederlage des Feindes enden wird. Unterdessen Lagebesprechung in Israel. Unser Prinzip ist ganz klar. Wer uns schadet, dem schaden wir weit mehr. Unser langer Arm erreicht jeden Terroristen zu dem Zeitpunkt und an dem Ort, den wir wählen. Die Operation Schild und Pfeil wird hier in Israel über so gut wie alle Parteigrenzen hinweg unterstützt. Plötzlich gibt es wieder Einigkeit in der Innenpolitik. Und die Operation dauert an. Die israelische Armee hat laut eigenen Angaben 2 mit Panzerabwehrraketen bewaffnete Autofahrer im Gazastreifen beschossen und getötet. Unterdessen warten tausende Menschen im Süden Israels, im Grenzgebiet zum Gazastreifen, in der Nähe ihrer Schutzräume auf den befürchteten Gegenschlag aus Gaza. Berichtet Tim Kupal. Nach Österreich jetzt, da stellt sich nach dem Lebensmittelpreisgipfel der Regierung die Frage, wie gut funktioniert denn eigentlich der Markt in dieser Branche hierzulande? Die Supermarktlandschaft ist in Österreich jedenfalls eine besondere. Es gibt viele Filialen weniger großer Handelsketten, die den Markt beherrschen. Deren Preissteigerungen werden von der Wettbewerbsbehörde auch geprüft.
Österreich, Land der Supermärkte. Einige wenige Handelsriesen dominieren den Markt. Der Wettbewerb würde dennoch funktionieren. Man merkt es daran, dass die Unternehmen jede Woche sehr viel Preisinformation an die Haushalte schicken in Form von Prospekten. Und diese Informationsbereitstellung ist einmal ein Hinweis darauf, dass sie ihre Preise nicht verstecken wollen. Hoch sind die Preise trotzdem, auch weil der Weg zum nächsten Supermarkt meist nicht weit ist. Nirgendwo sonst in Europa gibt es so viele Filialen wie bei uns. 60 Geschäfte je 100.000 Einwohner sind es in Österreich, in Deutschland rund 46. Laut Schätzungen liegt der EU-Schnitt bei 33 Filialen. Eine hohe Filialdichte bedeutet hohe Kosten und diese Kosten muss natürlich der Konsument letztlich tragen. Die Regierung hätte gerne mehr Preistransparenz. Eine Untersuchung der Bundeswettbewerbsbehörde läuft. Bis Herbst sollen Ergebnisse vorliegen. Die Behörde stellt klar: Die Aufgabe der Bundeswettbewerbsbehörde ist, einen funktionierenden Wettbewerb sicherzustellen. Ein laufendes Preismonitoring gehört nicht zu den Aufgaben der BWB. Außerdem solle Transparenz vor allem den Konsumenten zugutekommen und nicht den Unternehmen die Marktbeobachtung erleichtern. Und dazu ist Sozialminister Johannes Rau heute Gast im Report bei Susanne Schnabel ab 21.05 Uhr in ORF 2. Die Polizei hat mehrere Razzien im rechtsextremen Milieu durchgeführt. Dabei wurden Waffen und NS-Devotionalien sichergestellt. Eine Person wurde festgenommen. Innen- und Justizministerium sprechen von einem erfolgreichen Schlag gegen rechtsextreme Gruppierungen. Generell wird aber eine Zunahme an Rechtsextremismus in der Gesellschaft beobachtet. Waffen, Munition, NS-Devotionalien – das Ergebnis der Hausdurchsuchungen des Verfassungsschutzes bei 10 Gesichtern der rechtsextremen Szene. 9 Männer, eine Frau. Auslöser für die Razzien waren Ermittlungsverfahren wegen NS-Propaganda in sozialen Medien wie Telegram. Die Verbreitung dieser Propaganda habe stark zugenommen. Das beobachtet auch der Rechtsextremismusforscher. Die rechtsextreme Szene in Österreich befindet sich sozusagen im Sog der Corona-Protestbewegung in einer Wachstumskonjunktur, kann man sagen. Das schlägt sich nicht zuletzt online nieder. Und auch in organisatorisch, also im Bereich des organisierten Rechtsextremismus, stellen wir fest, dass es auch wieder verstärkt Bemühungen gibt, diese Online-Dynamik auf die Straße zu bringen in Form entsprechender Mobilisierungen. In den letzten Wochen haben laut DÖF etwa die rechtsextremen Identitären, die auch auf Corona-Demos vertreten waren, verstärkt versucht, auf der Straße neue Mitglieder anzuwerben. Zwischen den Verdächtigen, bei denen die Razzien stattgefunden haben, gibt es laut Innenministerium keine Verbindung. Die Ermittlungen würden aber noch laufen. Einer der Verdächtigen wurde festgenommen. Diese Entwicklungen erscheinen umso bedenklicher, als dieser Tage vielfach des Endes der Nazi-Herrschaft und der Opfer dieses Regimes gedacht wird. Ein solches Andenken können Jugendliche in Österreich auch mit der Absolvierung eines Gedenkdienstes leisten. Es ist eine Alternative zum Zivildienst und kann weltweit geleistet werden. In der Wochenzeitung Falter erheben jetzt einige Freiwillige schwere Vorwürfe gegen den Leiter des größten Vereins, der diese Einsätze organisiert. Jonathan Dorner hatte Verwandte, die von den Nazis ermordet wurden. Als Gedenkdiener ist er 3 Jahre lang im Holocaust-Museum in Los Angeles entsandt vom größten österreichischen Verein, der solche Einsätze organisiert. Widerspruch werde dort nicht geduldet und als Putschversuch interpretiert, so der 22-Jährige. Der Leiter habe sogar mit Suizid gedroht. Im ärgsten Fall haben auch Menschen erzählt, dass sie ihnen hier mit Klagen gedroht wurde. Also das war etwas, was jetzt nicht ein Einzelfall war in einer unmittelbaren Situation, sondern das ist etwas, was mit System bereits mehrfach passiert ist. Der Leiter ist ein Politikwissenschaftler, der sich seit Jahrzehnten für die Aufarbeitung der NS-Zeit einsetzt und den Gedenkdienst mitbegründet hat. Kritik an seinem Umgang mit Mitarbeitern gibt es schon lange. Vor 2 Jahren ist in einem offenen Brief von einer gewaltdominierten Atmosphäre die Rede. Wir sind jetzt die letzte Generation, die noch mit Holocaust-Überlebenden auch reden können. Und dass dann in so einem Verein solche Verhältnisse herrschen, das ist eigentlich unglaublich. Das Sozialministerium fördert diese Vereine. Man habe vor einem halben Jahr davon erfahren und den Obmann konfrontiert. Auf Basis des damaligen Kenntnisstandes wurde eine Einstellung der Förderungen als unverhältnismäßig beurteilt.
Im Falter bestreitet der Leiter die Vorwürfe. Weil es um seine Privatsphäre gehe, will er auf ZIP-Nachfrage keine Stellung nehmen. Wir berichten gleich über jene Bärin, die im Verdacht steht, im Trentino einen Jogger getötet zu haben. In einem Krimi deuten neue Spuren jetzt auf einen anderen Täter hin, nach den Meldungen. In Pakistan ist der ehemalige Premierminister Imran Khan verhaftet worden. Der Grund dafür sind Ermittlungen in einem Korruptionsverfahren. Nach seiner Verhaftung ist es in mehreren Städten zu Auseinandersetzungen zwischen seinen Anhängern und der Polizei gekommen. Olga Voglauer ist die neue Generalsekretärin der Grünen. Dafür hat sich der Bundesvorstand einstimmig entschieden. Die Kärntner Slowenin war zuletzt als Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Kärnten angetreten. Dort hat sie den Wiedereinzug in den Landtag verpasst. 346.000 Studierende wählen ab heute ihre Vertretung für die nächsten 2 Jahre. Zwischenzeitlich hat es dabei wegen technischer Probleme längere Wartezeiten gegeben. Die ÖH-Wahl läuft noch bis Donnerstag. Bundesweit kandidieren 9 Listen. In Jois im Burgenland haben Anrainer heute früh eine Straßenblockade mit über 30 Traktoren errichtet. Die rund 200 Menschen, darunter auch der ÖVP-Bürgermeister der Gemeinde, fordern schnellere Maßnahmen, um den Neusiedlersee vor dem Austrocknen zu schützen. Das Vokabular vieler Beteiligter im nächsten Bericht klingt wie in einem Mordfall. Und in einem solchen kann bekanntlich kein Tier der Täter sein. Im Fall der unter Verdacht stehenden Bärin, die im Trentino einen Jogger getötet haben soll, geht es jetzt aber um Gerichtsentscheidungen und DNA-Spuren. Ihr Schicksal ist noch ungewiss. Der Verdacht ist ihr sicher. Geier, wie sie auch genannt wird, soll den Jogger hier angegriffen und tödlich verletzt haben. Jetzt entlasten 2 veterinärmedizinische Gutachten die Bärin JJ vor. Laut DNA auf der Leiche muss es ein erwachsener Bär gewesen sein. Auch der Zahnabstand passt nicht zu einem weiblichen Tier. Diese Gutachten hat nun der Tierschutzverband Leal dem Verwaltungsgericht in Trient vorgelegt. Dort soll am 25. Mai endgültig entschieden werden, was mit ihr passiert. Die Tierschützer fordern ihre sofortige Freilassung und den Rücktritt des Trentiner Landeshauptmannes. Der wollte die Problembärin unmittelbar nach dem tödlichen Angriff einschläfern lassen. Seine Verordnung wurde vom Verwaltungsgericht vorerst ausgesetzt. Geier wurde 2 Wochen nach der Attacke mit Obst in diese Falle gelockt und ist seither in einem mit Strom gesicherten Gehege im Trentino untergebracht. Tierschützer wollen sie ins Ausland verlegt haben, wie zum Beispiel hierher nach Bad Füssing. Die Bärin JJ4 ist schon einmal dem Tod entkommen. Sie sollte 2020 nach einem Angriff auf einen Menschen getötet werden. Ein Gericht hat dagegen entschieden. Isabelle Huppert ist mit 70 Jahren die Grande Dame des französischen wie internationalen Kinos. In ihrem neuen Film Die Gewerkschafterin ist sie dunklen Machenschaften bei einem französischen Atomkonzern auf der Spur. Die Romanverfilmung beruht auf reale Ereignisse rund um eine irische Gewerkschafterin und Whistleblowerin. Die Gewerkschafterin Maureen Kearney erfährt, dass dem französischen Atomunternehmen Areva eine feindliche Übernahme droht. 50.000 Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel. Verhandelt mit China hinterm Rücken der Regierung. Haben Sie Beweise? Mit ihrem Widerstand gerät Maureen Kearney in Gefahr. Wollen Sie mir Angst machen? Sie verschwenden Ihre Zeit. 2012 wird sie überfallen. Ein A wie Areva wird in ihren Bauch geritzt. Doch es gibt Zweifel an ihren Aussagen. Sie benimmt sich nicht wie ein Vergewaltigungsopfer, sagen auch die Ärzte. Glauben Sie, sie könnte das alles erfunden haben? Auch bei den Drohanrufen haben wir keine Spur. Wir fragen uns das zwangsläufig. Das größte Hindernis sind die Verdächtigungen und das Misstrauen ihr gegenüber. Wir zeigen sehr klar den schockierenden Moment, als sie bemerkt, dass sie nicht mehr die ist, der man zuhört, als sie vom Opfer zur Verdächtigen wird. Wer Maureen Kearney überfallen hat, weiß man bis heute noch nicht. Ermittelt wird dazu nicht mehr. Die Gewerkschafterin ist ein spannender, wie brisanter Politthriller. Beruht eben auf einer wahren Geschichte, dieser Polit-Thriller. Und nicht weniger spannend ist wohl, die Zeit des Bruno Kreisky nachzuzeichnen. Das machen wir heute in einer ZIP-2-History. Armin Wolf hat einen Ausblick für uns. In diesem Haus hat Bruno Kreisky gelebt. Vor 40 Jahren ist der längst dienende Kanzler der Republik zurückgetreten. Nach einem Wahlergebnis, von dem die SPÖ heute nur träumen kann. Die Ära Kreisky ging nach 13 Jahren zu Ende.
In einer ZIP2 History blicken wir auf diese Kanzlerschaft zurück. Ich spreche darüber mit Kreiskys Vizekanzler und späterem Intimfeind Hannes Androsch. Wir beleuchten mit weiteren Weggefährten und Historikern Kreiskys Biografie und sein politisches Erbe. Und das Gespräch haben wir, wie Sie gesehen haben, aus Termingründen aufgezeichnet. Die Langversion sehen Sie nach der ZIP2. Kommen wir jetzt zum Parallelprogramm in ORF 1. Ja, das ist der Song Contest in Liverpool. Geht heute das erste Semifinale über die Bühne. Schwedens Kandidatin Lauren gilt als Favoritin. Sie hat 2012 schon einmal gewonnen. Kerje aus Finnland wird ebenfalls als möglicher Song Contest-Sieger gehandelt. Und die österreichischen Kandidatinnen Thea und Selina treten dann erst am Donnerstag beim zweiten Semifinale an. Ja, spätestens Donnerstag, also Daumen halten. Für heute noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.